Willkommen bei den 100 Meinungen auf eteaching.org. Mein Name ist Herbert Nacken von der RWTH Aachen. In diesem Format geht es um das E-Teaching oder ums E-Learning. Wir in Aachen reden lieber über das Format des Blended Learning. Das heißt also die Kombination aus der klassischen Lehre face-to-face, eine Person in einer Vorlesungsveranstaltung, einem Seminar oder auch einem Flipped Classroom Format mit Endstudierenden auf der einen Seite und das Ganze ergänzend um das selbstgesteuerte Lernen mit den Medien, sodass Sie als Studierende oder als unsere Studierenden mit diesen Medien eigengesteuert, selbstgesteuert in den gesamten Lehr- und Lernprozess einsteigen können. Was brauchen wir jetzt für ein derartiges Blended Learning Szenario? Ich denke, wir brauchen 7 verschiedene Dinge. Als allererstes natürlich belastbare mediendidaktische Konzeptionen. Darüber hinaus brauchen wir Weiterbildungsangebote für alle Lehrenden und alle Dozenten, weil wir nicht wirklich mit diesen neuen Medien groß geworden sind und da einen Bedarf haben, eine Weiterbildung zu machen. Wir brauchen natürlich auf der anderen Seite auch Dozenten und Lehrende, die bereit sind, diese Änderungszustände einfach mal auszuprobieren, selbst auf die Gefahr, dass nicht wirklich alles beim allerersten Mal funktioniert und klappt. Wir brauchen darüber hinaus Anreizsysteme für die Lehre und damit meine ich nicht unbedingt Geld. Ein Anreizsystem kann auch ein Hochschulranking oder ein Wettbewerb zwischen den Lehrenden innerhalb einer Hochschule sein. Wir dürfen die Studierenden nicht vergessen, denn nur wenn die Studierenden unseren Formaten auch tatsächlich aktiv abrufen und nutzen, kann es ein Erfolg werden. Geld benötigt man sicherlich für so etwas auch. Das ist aber wahrscheinlich eine untergeordnete Situation. Und last but not least brauchen wir Mechanismen, um festzustellen, ob alle diese Aktivitäten, die wir machen, tatsächlich dazu führen, dass die Qualität der Lehre verbessert wird.